Hallo. Seidenwickeln, zweiter Teil. Breiter Stand. Leicht in die Knie gehen, Oberkörper aufrecht. Anfang. Ich beginne mit rechts. Durch die Körperdrehung kommt der linke Arm mit. Die Handfläche der oberen Hand immer nach außen drehen, damit es dynamischer wird, Gewicht mit verlagern. Schultern, Ellbogen locker lassen und nicht hochgehen und wieder runter, sondern versucht eine Höhe zu halten. Natürlich auch andersrum. Beginnen. Nach links, rechte Hand oben und umgekehrt. Dabei kommt es ein bisschen so drauf an, einen runden Bogen mit den Händen zu beschreiben. Seidenwickeln, zweiter Teil. Viel Spaß dabei!